Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine. So, wir werden uns jetzt um die Katzenschulenausrüstung kümmern. Und auf dem Weg von der Dulcinea Windmühle bis dorthin sind ja wieder einige Fragezeichen, die wir erkunden können. Den Anfang werde ich hiermit machen. Es scheint sich dabei um eine verlassene Stätte zu handeln. Und ich weiß nicht... Och nein, die Dinger! Shit, 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 shit. Oh Gott, die haben mich doch das eine Mal richtig fertig gemacht. Yo! Die haben mich das einmal doch richtig fertig gemacht. Alter, die Dinger sind in der... Oh shit, oh shit, oh shit. Die Dinger sind in der Lage, sich von Blüte zu porten? Miese Scheiße. Was macht er denn jetzt? Alter! Und er schafft, das Viech erschafft immer weitere von den... Alter, jetzt ist aber auch mal gut hier. Archesporen. Archesporen. Und ich musste nur ein einziges Viech besiegen. Nur ein einziges Viech, das hier solche Probleme bereitet hat. Alter Vater, ey. Das war jetzt aber auch krass. Das war fast schon eine Art Mini-Boss-Kampf. Ja, vor diesen Pflanzen habe ich ehrlich gesagt Respekt, seit ich das eine Mal daran vorbeigeritten bin und sie mich beinahe getötet haben dabei. Das war jetzt auch schon ziemlich knapp, was hier geschehen ist. So, ja, immerhin, ne? Ich erhebe die ganze Flasche auf deine Tat. Auf ewige Gesundheit, Hexer. Sehr gut. Kein Problem, liebe Leute. Alles doch kein Problem für euren liebsten Hexer aus der Nachbarschaft. Plätze? Wo bist du? Da bist du. Komm. Los geht's. Ab zum nächsten Punkt. Wo Menschen unsere Hilfe benötigen könnten. Oder wir einfach nur mieses Geschmeiß vom Antlitz dieser Erde tilgen müssen. Na, ein Lager? Zelte? Ich rieche Banditen? Beweg dich! Banditos? Nein, schon wieder so ein Vieh. Ey, die gibt's hier scheinbar überall, oder? Warte mal, ich habe doch einen Bestiariumseintrag über die Dinger gekriegt. Momentchen mal. Wo sind die denn? Vampire? Nee, glaube ich jetzt nicht. Ich dachte schon, ey. Das hätte mich jetzt echt gewundert. Verfluchte Wesen, Archesporen. Verfluchtenöl, Art und Igni. Okay. Verfluchtenöl habe ich doch. Das habe ich doch. Da, überlegenes Verfluchtenöl. Na dann. Fick dich, fick dich, fick dich. Ah. Stirb, 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 stirb. Fuck. Vorsichtig. Ah, ey, diese fucking Säurespucke ist echt das Schlimmste. So, eine weg. Zweite weg. Ha! Sag nicht, es gibt hier noch ein drittes Viech. Nein, nur die beiden. Gott sei Dank, ey. Oh mein Gott, ey. Die Viecher sind echt der krass. Der Dieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Okay. Anweisungen auf elegantem Briefpapier. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Wenn der du mich Brief ist doch nicht zufällig hier gelandet. Geralt, bitte. Wenn du mich diesmal enttäuschst, ziehe ich dir deine fleckige Haut ab. Hol morgen die nächste Lieferung Setzlinge aus dem Gewächshaus in Tesham Mutna ab. Wir müssen einen weiteren Bereich von Coronata infizieren. Aber verspäte dich nicht, denn der Trupp vom Weingut auf der anderen Seite des Flusses hat den Schlüssel. The fuck? Weinfäden Coronata. Oh. Jemand will Coronata sabotieren. Wie schade, dass ich nicht weiß, wer es ist. Vielleicht finde ich es noch heraus. Interessant. Jetzt bin ich zufällig sogar noch über die Lösung der einen Quest gestolpert. What the fuck? Huh. Interessant. Ja, gut. Ja, plötzlich macht es sich schon gemütlich hier. Aber plötzlich, wir müssen weitergehen. Komm. Reiten wir in Richtung unseres nächsten Abenteuers. Werden uns auf dieser Insel jetzt etwa nur diese Viecher erwarten?
Ich habe jetzt das Gefühl, ich werde nur diese Viecher sehen. Das Lager ist verlassen, aber die Zerstörungen sind noch frisch. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Sollte mich dennoch umsehen. Nö. Oh, was haben wir denn da? Person in Not. Allerdings unten in der Felsspalte. Yo. Ich eile, werte Dame. Habt keine Angst, edle Dame. Ihr seid in Sicherheit. Vielen Dank, nobler Ritter. Ich war in nördlicher Richtung auf Kräutersuche für einen neuen Wein, als plötzlich... Beruhige dich, es ist vorbei. Ein neuer Wein? Die Banditen haben mich entführt, in der Hoffnung auf ein Lösegeld. Da bin ich mir sicher. Aber so wie es Meister Liam geht, hätte er sie niemals bezahlen können. Bist du etwa von einem anderen Weingut oder was? Aber ich bin frei und in Sicherheit. Dank dir. Falls du auf der Suche nach Kräutern sein solltest, habe ich ein Lager auf Coronata. Kommst du mit mir? Gehen wir, ich habe hier noch anderes zu tun. Ah, eigentlich würde ich die komplette Höhle jetzt auf den Kopf stellen, aber ja, komm, wurscht. Geh voraus, ich folge dir. Kehre ich jetzt auf dieses Weingut, auf irgendein Weingut zurück? Habe ich jetzt gerade irgendetwas angestellt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Na komm, Ladezeit. Gib mir was zum Kommentieren, und zwar schnell. Da wären wir. Ich danke dir nochmal für die Rettung. Möchtest du wissen, was ich habe? Ja, gut. Zeig mal, was du hast. Show it to me. Ja. Ich weiß nicht. Ein andern Mal vielleicht. Danke. Bis dann. Wie sie mir hinterher guckt. Mensch. Okay, war doch nicht der Teil von irgendeiner Weinquest. Von irgendeinem dieser Weingüter. Ich dachte, dem wäre so gewesen. Ach Gott, und jetzt bin ich so weit entfernt davon. Jetzt darf ich wieder eine halbe Ewigkeit ab... Obwohl, wenn ich jetzt in die Richtung zum Schnellreiseziel gehe, dann kann ich mich wenigstens zum Handelsposten teleportieren. Damit spare ich mir wenigstens ein bisschen Zeit. Okay. Ich war jetzt wirklich von voller Überzeugung, dass ich jetzt die andere Weinfehde-Quest auch noch erledigt hätte. Das wäre jetzt krass gewesen. Ich habe noch nicht mal ihre Weingüter besucht, ich habe aber direkt das Problem schon gefunden. So, jetzt aber. Wir werden... Da haben wir sogar noch Plötze zurückgelassen. Laut der Markierung. Plötze wartet da immer noch auf uns. Natürlich, wir haben die Dame nach Hause begleitet, aber Plötze haben wir da nicht mitgenommen. Den haben wir da stehen lassen. Oder sie. Na, wo bist du? Da bist du. Los, los. Los geht's. Ab dafür. Okay, jetzt aber auf zur Katzenschulenausrüstung. Für das letzte Upgrade, die letzten Schematas für diese Rüstung. Ich weiß nicht, wie viele Schemata wir danach noch einsammeln müssen. Das von der Wolfsschule auf jeden Fall. Und gab es noch ein Set? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach, Greif, natürlich, die Greifenschule. Total vergessen. So ist gut. Aha. Ich habe das Gefühl, hier wohnt niemand mehr. Ah, doch, ich sehe Menschen drin. Person in Not. Oh. Person in Not, ja Mensch. Ist da etwa jemand auf seinem eigenen Anwesen gefangen genommen worden? Das da hinten sieht doch gut aus. Kleines Gestell. Was ist das denn da?
Ach so, Blutmoos. Das sah jetzt so aus, als ob das irgendetwas Wichtiges wäre. Boah, ey. Katzengleicher Sprung, Geralt. Wirklich elegant. Mir keine Wahl. Bam, bam, bam. Zack, bam. Ich mach mehrere Banditen auf einmal kalt hier. Alter, sind das Luschen. Nein. Ach, es ist so schön, wenn die Banditen die ganze Zeit das Offensichtliche aussprechen. Schön vorsichtig sein. Nicht, dass mir einer von denen in den Rücken fällt. Jetzt falle ich euch an den Kopf. Oh, lol. Habt ihr das gesehen? Ich habe ihm die Beine weggesäbelt und zwar so krass und so schnell, dass noch nicht mal die Schwerkraft gemerkt hat, dass er eigentlich schon längst hätte umkippen müssen. Ja, und schon ist der Ort gefüllt von Banditenkörperteilen. Ach, der Geralt, er ist ein Wirbelwind. Ich packe es einfach nicht bei Majorans Wunden. Beruhige dich, es ist vorbei. Ich danke dir, Herr. Vergib, dass ich außer Fassung bin. Brauchst du vielleicht etwas Ausstattung, Monsieur? Mhm. Kannst du mir etwas anbieten? Das wäre ja sehr nett. Ach so, ich soll's von dir kaufen. Ach, so einer bist du. Ich soll noch Geld dafür zahlen, was? Ja? Dein Lebensretter. Ich suche nach Hexerschemas, ja. Ich suche Schriftrollen und Manuskripte mit Schemata für Hexerausrüstung. Hast du sowas zufällig? Ich habe die Waren noch nicht inventarisiert. Ich bin gerade erst eingetroffen. Und dann kamen die Banditen mit ihrem Terror. Aber du kannst dich gerne umsehen. Okay. Gut, was machst du hier? Das Anwesen sieht verlassen aus. Gehört es dir? Ich bin eher der Verwalter. Auf Weisung des Schatzministers soll ich als Hausmeister für die Liegenschaften des Grafen Delaunay sorgen. Er wird vermisst. Ach. Aber mich hat niemand gewarnt, dass die Villa Vedette eine Räuberhöhle ist. Oder jedenfalls war. Dank deines Heldentums, Meister Hexer. Kein Problem, ich helfe immer wieder gerne. Na dann. Danke. Bis dann. Dann sollen mir die Leichen der Banditen Belohnung genug bieten. Befehle für Ruben. Ah, müssen wir nicht lesen, oder? Ruben, irgend so ein Büromensch vom Hofe der allerdämlichsten Herrin, hat bei der Villa Vedette herumgeschnüffelt. Ich muss wohl nicht erklären, was mir daran missfällt. Wie oder wie sehr? Geh, finde ihn und töte ihn. Verbrenne das Gebäude. Wenn jemand bei ihm ist, aufhängen. Keine Vergewaltigungen, keine Pfählungen. Reiß dich zusammen. Komm danach direkt zu den Artach-Ruinen zurück, denn ich habe noch einen Auftrag für dich. Ars Dragon. Verdammt, ich hätte diesen Auftrag nicht annehmen sollen. Ich weiß noch immer nicht, mit was für einem Monster ich es zu tun habe. Wie töricht von mir, mein Geld für die Rüstung zu verwetten. Elfen lieben es, die Leute um ihr letztes Hemd zu bringen. Und diese Knicke auf Tufo sind kein Deut besser. Aber was bringt es, mich selbst zu bemitleiden? Die Rückkehr ist sinnlos, solange ich keinen vollständigen Satz Ausrüstung habe. Tja, wenn einen das Glück einmal verlassen hat, ich werde einen Weg finden, verdammt. Er hätte das Risiko nicht eingehen sollen. Muss wirklich scharf auf die Rüstung gewesen sein. Diese Schemata kann ich sicher gut gebrauchen. Definitiv, Geralt. Genauso wie alle anderen, die du bereits gesammelt hast. So, schauen wir uns da hier doch mal um. So, wir erleichtern den Verkäufer mal so ein bisschen um sein Inventar, ne? So, aufgeschlossen. Ist das schon mal erledigt? Schöne Tropfen, sehr gut. So gefällt mir das doch. Was haben wir denn hier? Ein kleines Häuschen. Oh, ein auffälliges Bild. Befindet sich das Schema dahinter oder was? Scheint so. Brief an Bartholomé de Launay. Den lesen wir doch gleich.
S'il vous plaît. Na? Lieber Bartholomä, ich habe deinen Brief erhalten und freue mich überaus, dass du eine Lösung deiner Probleme gefunden hast. Der Hexer, den du beschreibst, kommt mir in der Tat gefährlich vor. Und du hast ja immer gesagt, dass sie alle Mutanten und kaltblütige Mörder sind. Dennoch meine ich, dass du sein Angebot annehmen solltest. Wenn diese Schemas tatsächlich eine Revolution in der Rüstungsschmiederei bedeuten, kannst du nicht nur den Auftrag der Herzogin erfüllen, sondern auch recht viel Ruhm einheimsen. Und das ist dir das Wertvollste, wie ich weiß. Es ist ein kluger Zug, die Banditen in den Ruinen des Artach-Palasts um Schutz zu ersuchen. Wenn die Ritter sie nicht klein gekriegt haben, wird es wohl auch einem Hexer nicht gelingen. Bösewichte und Halunken respektieren einander schließlich. Sei dennoch äußerst vorsichtig bei diesem Treffen. Banditen und Hexern kann man nicht trauen. Es grüßt dich deine Belinda Delaney. Noch ein Leben, das durch Gier und Ehrgeiz kompromittiert und schließlich zerstört wurde. Ja, das scheint sich echt wie so ein roter Faden durch die Geschichte dieser ganzen Schematas zu ziehen. Ist echt krass. Wie scharf alle immer auf diese Schemas gewesen sind. Ich meine, ich bin auch scharf darauf, aber nicht so krass wie die, dass ich alles dafür tun würde. Die haben ja echt von nichts zurückgeschreckt. Erkunde die Ruinen des Artach-Palastes. Der scheint hier ja quasi um die Ecke zu sein. Ja, tatsächlich. Da ist er. Mensch. Können wir uns dann doch direkt als nächstes darum kümmern. Moment, ich gucke noch mal kurz auf die Zeit. Oh ja, wir haben genug Zeit. Dann mal auf zu den nächsten Schemas. Schemas, Schematas. Offensichtlich sind beide Worte gültige Pluralformen von Schema. Von daher. Ah, Banditenlager mit einem. Krass. Mit einem Schnellreiseziel in der Nähe. Nicht schlecht. Ja, geil. Schieß deinen Kollegen noch in den Rücken. Hast du super gemacht. Du, ja, du Experte, ey. Na, da kommt die Rettung zu Pferde? Ich glaube nicht. Ernsthaft? Die Banditen glauben an Majoran? The fuck? So, und welch ist er? Alle tragen gegrilltes Schweinefleisch bei sich. Nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Schönes Tagebuch, Tosson Ritterstiefel. Und nochmal ordentlich Zeug. Meine Fresse, ey. Hier kriegt man ja echt eine Menge. Wie gesagt, wenn man arm ist, bis man das Hauptspiel durchgespielt hat und das letzte DLC, hier kommt man auf jeden Fall an seine Kohle. So, schön zu wissen, dass wir hier oben jetzt auch einen Schnellreisepunkt haben. Dies ist perfekt. Ruhig, mein Brauner. Das muss das Ach du Scheiße! Sein, von dem Delaunay geschrieben hat. Oh, das sieht eher aus wie ein Hexenversteck. Alter, das snipert mich ernsthaft schon einer, oder was? Guckt euch das an, ey. Ach, fuck. Ach Gott, das ist eine riesige Festung. Oh, nö. Shit, zu viele. Ich komm hier nicht weg. Shit. Ja, verdammt, echt mal Geralt, ey. Kacke. Alter. Ja, klar, beruhigt euch doch mal. Schön, dass Geralt trifft und gleichzeitig nicht trifft. Hat fast schon was Poetisches. So, weg mit den Hunden. Alter, ey. Guckt euch das an. Ein richtiger Kriegszug, der hier gerade auf mich gestartet wird. Yikes. Alter. Fucking Adrenalinpunkte. Get your shit together. Ach, meine Fresse, ey. Das kann doch nicht wahr sein.
Ah, ja gut, wir sind jetzt sowieso fast am Ende des Parts angelangt. Von daher, wisst ihr was? Ich werde den Part jetzt an dieser Stelle beenden und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt, wo wir hoffentlich in der Lage sein werden, diese verdammten Banditen zu erledigen. Ich will's schwer hoffen, ey. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao!